Im Einzugsbereich der chemischen Industrie von Dormagen bei Köln liegt die 8000 Seelen Siedlung Hackenbruck. Über dem älteren Ortskern erhebt sich die 1865 erbaute katholische Pfarrkirche St. Katharina, an der gerade umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgenommen werden. Nachdem das Dach neu eingedeckt ist, soll nun der Wetterhahn auf die Kirchturmspitze kommen. Die vier Dachdecker, die mit dieser gefahrvollen Aufgabe betraut sind, gehen zuvor von Haus zu Haus, um den Bürgern den geschmückten Kirchenhahn vorzuzeigen. Dabei sammeln sie Gaben für ein zünftiges Richtfest. Guten Morgen. Wir bringen den Kölsch schon mal. Aha, ist da. Morgen. Wir bringen euch den Kirchenhahn. Er zeigt euch Wind und Wetter an. Von Norden, Osten, Süd und West bringt er euch stets das Allerbest. Der Hahn möchte gern geehrt sein, drum gebet ihm ein Schärflein. Und sei das Schärflein noch so klein, es soll uns stets willkommen sein. So, da kommt, da geben wir jetzt das Geld. Ja, ja. Schönen Dank. Schönen Dank. Schönen Dank. Schönen Dank. So. Kommen wir hier rein. So, wir bedanken uns. Auf Wiedersehen. 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 Der Handwerkerbrauch, der heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist, konnte für die Filmaufnahmen mit Dachdeckern durchgeführt werden, die das sogenannte Hahnentragen bis vor etwa 15 Jahren regelmäßig geübt haben. Ja, so, ja. Guten Morgen, der Hahn ist da. Der Altgeselle kündigte den Hahn in der örtlichen Metzgerei an, die man inzwischen beim Rundgang erreicht hat. Der Dachdecker-Lehrling, der das neu vergoldete, mit bunten Bändern verzierte Wahrzeichen voranträgt, sagt nun den Heische-Spruch auf. Die weit verbreiteten, stets hochdeutschen Verse schließen mit der Bitte um ein Trinkgeld. Noch so klein, es soll uns stets willkommen sein. Gelegentlich kam es vor, dass die Handwerker mit besonderen Reimsprüchen auch Essbares, wie Wurst, Speck und Eier erwarten. Wenn der Hahn von Haus zu Haus getragen wird, haben die Gemeindemitglieder Gelegenheit, die sonst hochentrückte Wetterfahne aus der Nähe zu betrachten und anzufassen. Das Beste für Hackenbruch. Die Handwerksgesellen sind mit der typischen Dachdeckerausrüstung unterwegs. Bei der festen Stärkung soll er eine flüssige Stärkung kriegen. Sonst rutscht das ja nicht. Bei der Vorstellung des Kirchenhahns, zu dem sich hier Kunden und Nachbarn eingefunden haben, wird meist auch ein Umtrunk gereicht. Was an Geld und Naturalien zusammenkommt, wurde früher gemeinschaftlich verzehrt. Begleitet vom Wunsch für das gute Gelingen, setzen die Handwerker ihren Weg fort. Dieses Anwesen gehört zu den wenigen landwirtschaftlichen Betrieben in Hackenbruch, dessen Einwohner heute meist in den benachbarten Industriestädten zur Arbeit gehen. Der Eingang zur Wohnung befindet sich häufig bei den Bauernhöfen auf der rückwärtigen Seite. Guten Morgen! Ach, Moin! Ach, Peter, komm, der Hahn ist da! Ja, wir bringen euch den Kirchenhahn, er zeigt euch Wind und Wetter an. Von Norden, Osten, Süd und West bringt er euch stets das Allerbest. Der Hahn möchte gern geehret sein, drum gebet ihm ein Schärflein. Und sei das Schärflein noch so klein, es soll uns stets willkommen sein. Wie der Dachdeckerspruch ausführt, gilt der Turmhahn vor allem als Windrichtungsanzeige auf dem höchsten, weithin sichtbaren Punkt des Dorfes. In dieser traditionellen Funktion war der Hahn besonders für den bäuerlichen Alltag in früherer Zeit wichtig. Ohne die modernen meteorologischen Hilfsmittel war man darauf angewiesen, den bevorstehenden Witterungsumschwung aus einer veränderten Windrichtung vorauszuschauen. Schütte das damit aus. Dankeschön. Das ist ein echt kalter Hahn. Junge, dass er gut läuft und Wetter immer richtig anzeigt. Ja. Prost. Prost.
So, so dann müssen wir hier die Kiste und was? Bitteschön, war ja nicht schön. So, bitteschön. Schönen Dank auch. Komm her. Kaffee für den Hahn. Bitteschön. So, Wiedersehen. So faul, Hück, wa? Lieber Tor. Wiedersehen. An diese praktische Bedeutung der Wetterfahne erinnerte noch einmal der Trinkspruch, den die Dachdecker und die Hausgemeinschaft gemeinsam auf den Hahn ausbrachten. Das Hahntragen, nach Erinnerung der ältesten Einwohner hier früher nicht geübt, zieht manche Zuschauer an. Wir bringen euch den Kirchturmhahn, er zeigt euch Wind und Wetter an. Von Norden, Osten, Süd und West bringt er euch stets das Allerbest. Der Hahn möchte gern geehret sein, drum gebet ihm ein Schafelein. Und sei das Schaflein noch so klein, es soll uns stets willkommen sein. Bravo. Anderwärts besuchte man mit Vorliebe die Lebensmittelgeschäfte, wo man reichliche Spenden erwarten durfte. Die Jungs haben auch schön und hart und fleißig gearbeitet. Ein Prosit. Die Aussage der Frau hebt hervor, dass sich zwischen der Bevölkerung und den Handwerkern bei der Kirchenrenovierung ein besonderes Verhältnis herausgebildet hat. So, sehen wir weiter. Ne? Ja. Schönen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Früher waren die Dachdecker noch stärker in die Ortsgemeinschaft eingebunden, wenn sie oft monatelang im Dorf lebten. Dadurch, dass man heute als Pendler täglich anreist, besteht diese enge Bindung nicht mehr. Deshalb mag auch der Heischegang für das Richtfest nach dem Hahnenaufsetzen weithin verschwunden sein. Eine stärkere Beziehung der Ortsbevölkerung, die inzwischen in großer Zahl bei der Kirche zusammengekommen ist, bestand auch zum Hahn als dem Wächter über der Dorfgemeinschaft. Aus diesem Grunde haben die Bürger früher an manchen Orten das Ausschmücken des Symboltiers selbst übernommen. Wir bringen euch den Kirchenhahn, er zeigt euch Wind und Wetter an. Sie kauften den Handwerkern die bunten Bänder ab, um sie persönlich an der Figur zu befestigen. Der Hahn möchte gern geehrt sein, und gebet ihm ein Schaflein. Und sei das Schaflein noch so klein, es soll uns stets willkommen sein. Wann setzt der Hahn denn auf? So. Das Aufsetzen des Kirchenhahns war bis vor wenigen Jahren überall ein festliches Ereignis, an dem die ganze Gemeinde teilhatte. Zum gemeinsamen Erlebnis gehören vor allem die Feierlichkeiten mit dem religiösen Zeremoniell der Segnung, die sich nun anschließt. Haben Sie also Ihren Rundgang jetzt beendet? Jawohl. Dann will ich jetzt zuerst einmal die Urkunden verlesen, die dort in dieser Büchse dann gleich eingeschlossen werden. Als erstes die Urkunde der Firma Ockenfels, die diese Arbeiten am Turm und die Dachdeckerarbeiten an der Kirche machen. Instandsetzung der katholischen Kirche St. Katharina in Ackenbruch. Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten. Herstellung des Turmhahnes und der Turmkugel einschließlich der Vergoldung. Das Aufsetzen des Turmhahnes, die Mitarbeiter Herr Karl-Heinz Rademacher, Herr Heinfried Herrmann, Herr Rudolf Kronz, Herr Jörg Stockhausen. Die Urkunde unserer Kirchengemeinde über die Baugeschichte der katholischen Pfarrkirche St. Katharina zu Dormagen-Hackenbruch. Die alte Pfarrkirche St. Katharina zu Hackenbruch, von der heute nur noch der Turm hier und das alte Kirchen dort vorhanden ist, stammt aus der Zeit, in der die erste urkundliche Erwähnung der Pfarre St. Katharina unter dem Datum des 29. Oktober 1268 zu finden ist. Im vergangenen Jahr begann die heute noch andauernde Renovierung der gesamten Kirchenanlage mit der Restaurierung der Kirchenfenster unter Leitung des Kölner Architekten Rolf Link. Am heutigen Tag wurde nach Abschluss der Renovierungsarbeiten am Turmhelm der Hahn auf die Turmspitze im Beisein des amtierenden Pfarrers
den Mitgliedern des Kirchenvorstandes und zahlreicher Pfarrangehörigen wieder aufgesetzt. Dabei wurde der alte Brauch des Hahnentragens feierlich begangen. Dormaren Hackebruch, den 5. Juni 1984. Das hier verkürzt wiedergegebene Dokument, das der Pastor mit seiner Unterschrift besiegelt, schildert in kurzen Zügen die Baugeschichte der Katharinenkirche von der Gründung im Mittelalter über den Neubau 1865 bis zur gegenwärtigen Gesamtrenovierung. Warum trägt unser Kirchturm einen Hahn? Der Hahn steht auf einer Kugel, die mit einem Kreuz geschmückt ist. Die Kugel erinnert uns an die Weltkugel. Könige hatten als Zeichen der Macht den Reichsapfel, die Welt, in ihren Händen. Wem fällt aber nicht zugleich auch das Bild der Frau mit dem Kind auf ihrem Arm ein, das spielerisch den Apfel in der Hand hält? Ihm ist alle Macht gegeben. Er trägt die Macht, damit sie für uns Heil schafft. Darum ist diese Kugel mit dem Kreuz geschmückt, Zeichen der Hingabe. Darum ist der eine Balken des Kreuzes zu einem Pfeil umgeschmiedet und zeigt genau die Richtung an, Norden. Wer weiß, wo das ist, kann leicht die anderen Richtungen bestimmen. Hahn, Zeichen der Wachsamkeit. Hahn, der kräht, wenn Gefahr droht. Hahn, der wachsam achtet, dass keinem ein Leid geschieht. Wem fällt aber nicht auch ein? Der Hahn, der schreit, wenn Verleugnung geschieht. Hahn, zeige uns an, woher der Wind weht, damit unsere Wachsamkeit nicht ins Leere läuft. Hahn, ruf uns ins Gewissen, wenn wir aus Feigheit unsere Überzeugung verraten, nur weil die anderen anders schreien. Hahn, mach uns wach, damit wir weinen, wenn wir den verleugnen, der uns Gutes tut, nur um unser eigenes Feld zu retten. Hahn, sei du das Zeichen, dass einer über unsere Gemeinde wacht, der sein Leben für uns hingibt, damit wir in allem, was uns betrifft, in seiner Liebe geborgen sind. So segne ich dich im Namen des Vaters, dessen Wort alles ins Leben ruft, im Namen des Sohnes, der das Wort des Vaters an uns ist und der sich für uns hingibt, im Namen des Heiligen Geistes, Gestalt gewordene, Person gewordene Liebe, uns geschenkt, damit wir Bild Gottes werden. Nach der Segnung des Kirchturmsymbols, an die sich andernorts gelegentlich ein gemeinsames Gebet der Dachdecker anschloss, die sich unter den Schutz Gottes stellten, beginnen nun die Verrichtungen für das Hahnenaufsetzen. Während zwei Dachdecker den Hahn am Seil befestigen, besteigen die anderen das Gerüst, um zur Turmspitze hochzuklettern. Auf! Langsam! Wenn der Hahn am Seil hängt, kann man ihn behutsam emporziehen. Dabei müssen die Dachdecker darauf achten, dass die etwa 20 Pfund schwere Figur, die aus 4 mm starkem, mit feinem Blattgold überzogenem Kupferblech gefertigt ist, durch Anschlagen an Gerüstteile keinen Schaden nimmt. Deshalb klettern sie auf dem Gerüst nach, um den Hahn vom Gestänge wegzuhalten. So gelangt die neue Hackenbrucher Wetterfahne allmählich bis zur Spitze des nahezu 50 Meter hohen Kirchturms hinauf. Auf der Gerüstetage in Höhe des Turmhelms stehen die zwei Gesellen, die den Hahn behutsam hochziehen.
Dabei wird das Seil nach üblicher Handwerkerart in ringförmigen Lagen sorgfältig aufgeschossen. Wenn die geschmückte Figur angelangt ist, kann man mit den Vorbereitungen zum Hahnenaufsetzen in luftiger Höhe beginnen. In der Regel finden diese Arbeiten nur in Abständen von Jahrzehnten statt, wenn im Zuge einer Dacherneuerung der Turm ohnehin eingerüstet werden muss. Bei dieser Gelegenheit nimmt man gewöhnlich auch den Wetterhahn herunter, um ihn neu zu vergolden und schadhafte Teile auszubessern. Wenn es erforderlich ist, wird dann auch ein neuer Hahn angefertigt. In Hackenbruch musste das Gotteshaus innen und außen instand gesetzt werden. Hierbei wurde auch der Kirchenhahn, der größere Beschädigungen aufwies, erneuert. Der Gurt mit dem Fangseil gehört zur Sicherheitsausrüstung der Dachdecker, wenn sie in großer Höhe arbeiten. Nun können die Handwerker auf der Turmspitze ans Werk gehen, wohin der Hahn nachgereicht wird. Reich mal den Hahn hoch, Rudi. Früher musste der Altgeselle ohne die moderne Gerüsttechnik mit Hilfe von Steigeisen direkt am Turmhelm emporklettern, wobei er sich den Hahn auf den Rücken band. Die Arbeiten an der Spitze des Kirchturms werden vom schaulustigen Publikum, das auf den Moment des Aufsetzens wartet, aufmerksam verfolgt. Hast du die Kugel, Heinz? Ja. Zunächst muss die Lagerung eingerichtet werden, wozu man eine Glaskugel in das Messingrohr einlässt. Zusätzlich wird die Rohröffnung mit einem witterungsfesten Fett eingeschmiert, das auch vor eindringender Nässe schützen soll. So, jetzt hoch. Die entscheidende Arbeit hat sich der Altgeselle vorbehalten. Dazu erklimmt er das gut 3 Meter hohe Turmkreuz, an dem er sich oben mit einem Fangseil absichert. Das schmiedeeiserne, feuerverzinkte Kreuzgestänge wurde ebenfalls restauriert und mit einer reichen Ornamentik ausgestattet. Reich mal an, Rudi. Hier hast du sie. Viel Glück! Wenn die Hahnenstange übergestülpt ist, liegt die Glaskugel auf dem Dorn der Kreuzspitze auf. Der Hahn, der auf dieser kleinen Auflagefläche läuft, kann sich nun fast reibungslos in alle Windrichtungen drehen. Diese Art der Lagerung ist eine Voraussetzung für die Tauglichkeit der Wetterfahne. Darüber hinaus muss der Hahn auch richtig justiert sein. Das heißt, die Figur muss im völligen Gleichgewicht senkrecht aufsitzen. An den erfolgreichen Aufstieg des Wetterhahns auf die Turmspitze erinnern die bunten Schmuckbänder, bis sie im Laufe der Zeit verwittern. Die Dachdeckerarbeiten finden ihren Abschluss erst, wenn auch die Kugel montiert ist, die unter dem Turmkreuz angebracht werden soll. Dazu werden die beiden Kugelhälften, die durch einen starken Draht zusammengehalten werden, am Seil vorsichtig nach oben gezogen. Der Hohlkörper, der anlässlich der Renovierungsarbeiten neu hergestellt wurde, besteht aus etwa 2 mm starkem Kupferblech und ist, wie der Kirchenhahn, mit feinem Blattgold überzogen. Die Halbteile der Kugel, die im Durchmesser 50 cm misst, kommen an den Fuß des Turmkreuzes, wo sie mit Schrauben zusammengefügt werden. Kugel, Kreuz und Wetterhahn gehören zum sogenannten Turmbesteck, wie die Dachdecker die Bekrönung nennen. Musik.
Vor der Montage wird die Kupferbüchse eingelegt, in welcher sich die Urkunden der Dachdecker und der Kirchengemeinde befinden. Solche Dokumente, die an das besondere Ereignis erinnern sollen, werden auch in Kirchturmhähnen verwahrt, wenn diese als Hohlkörper gestaltet sind. Moment, ich mache hier mal eine Schraube rein. Stopp, Rudi. Moment, ich bin hier noch nicht drin. So, jetzt sind wir drin. Jetzt kannst du schrauben. Gelegentlich verewigen sich die Dachdecker außerdem dadurch, dass sie ihren Namen und die Jahreszahl in die Fläche der Figur einschlagen. Eine solche Inschrift wurde bei der alten Hackenbrucher Wetterfahne vorgefunden. Der Brauch, einen vergoldeten, im Wind drehbaren Hahn auf den Kirchturm zu setzen, ist bereits seit dem Mittelalter bekannt. Der Hahn gilt als religiöses Symbol, wie der Pfarrer in der Predigt ausführte. Er wurde als Sinnbild Christi und dessen ständiger Gegenwart in der Gemeinde gedeutet. Außerdem sah man im Turmhahn, der auf hohem Posten wacht, den Beschützer des Dorfes. Während die überlieferten religiösen und die weltlichen Bezüge heute meist in Vergessenheit geraten sind, stellt der Kirchturmhahn immerhin noch einen dekorativen Schmuck und ein Wahrzeichen der Kirchengemeinde dar.